muss auch schon. Hi! Was hast du an deiner Cover gemacht hinten? Egal. Kaputt, ist runtergefallen. Jo. Hi YouTube-Fans, hier ist wieder Tommy der Kleine mit einem M seit neuestem Jahr. Ich habe mich verschrieben. Es gibt wieder ein Auspackvideo von WeBuy. Also ein Retouren-Auspackvideo, weil es kam wieder zurück. Warum auch immer, leider. Ne, diesmal haben sie es gesagt, sogar warum. Die haben diesmal gesagt, das wäre ein Pixelfehler. Was machst du da? Was? Ja und? Ja, du musst schon zu mir. Sieht man. Ja, ist doch scheißegal. Ja, du musst schon herkommen. Ich mach's da jetzt mit euch mal auf. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt aussieht. Diesmal lasse ich das Display wahrscheinlich reparieren. Ich weiß nicht, was es kosten wird. Mal gucken, wie sie es verpackt haben. Mahlzeit. Okay, die haben Karton in einen Karton gemacht, was ich unlogisch finde. Okay. Das Kabel haben sie diesmal nur mit Gummi gemacht, okay. Mein Tablet, das hole ich wieder raus. Ja, okay, es sind ein paar Kratzer drin, aber das haben wir gesagt, das wäre kein Problem. Display geht an. Wo soll da bitte schon ein Pixelfehler sein? Ich muss schon näher dran. Ich sehe da keine Pixelfehler. Ich auch nicht. Doch. Naja, es geht. Aber ich lasse das Display einfach mal reparieren, aber sonst geht's an. Das hätte mich, wenn es neu aussehen würde, 36 Euro hätte ich das gekriegt für. Das ist viel Geld. Und ja, jetzt lasse ich das mal kurz reparieren, auch wenn es halt meiner Meinung aus kein Pixelfehler ist. Aber das jetzt spielt halt keine Rolle. Ich lasse es wie gesagt reparieren, dann kann man es halt abbrechen, nicht Neustart. Dann lasse ich das nochmal reparieren und dann probiere es halt nochmal. Beim nächsten Mal, wenn es dann wieder nicht angekauft wird, warum auch immer. Schmeißen wir es weg. Schmeißen wir es entweder weg oder ich behalte es selber. Oder ich versuche es bei jemand anderes wieder weiter zu verkaufen. Ja, okay. Wenn ihr noch Ideen habt, was ich verkaufen kann an WeBuy oder besser gesagt, wo ihr noch wisst, wo ich noch günstig Sachen herkriege, beziehungsweise umsonst herkriegen könnte. Weil ich spende auch ab und zu mal was an die Tafel oder beziehungsweise an den Tierheim. Oder seit wann das? Schon öfters. Oder so, weil das Geld, wenn ich was verkaufen sollte, wenn ihr was mir gibt, was ich verkaufen soll, kommt es an was Gutes. Das behalte ich halt nicht selber, sondern es wird dann gespendet an Tierheim oder an irgendeine Organisation wie die Tafel. Ja, wenn es euch gefallen hat, natürlich ein Däumchen hoch. Und kommentieren nicht vergessen. Und abonnieren nicht vergessen. Tschüss.